Zuerst einmal einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Kinder. Es freut uns, dass ihr da seid, dass ihr die Ferienzeit nützt. Das heißt, ihr seid nicht gekommen, weil wir die Schulen eingeladen haben, hier zu uns zu kommen, wie wir das bei verschiedenen anderen Veranstaltungen machen, zum Beispiel den Europa Kids Day. Ihr seid gekommen, weil ihr in eurer Ferienzeit euch mit Wirtschaft beschäftigen wollt, weil euch dieses Thema interessiert und weil ihr Eingang finden wollt in die Welt der Wirtschaft. Und ich kann euch eins versprechen, es wird spannend werden. Es wird ein Erlebnis werden. Wirtschaft, das ist so etwas Abstraktes, etwas, was man nicht fassen kann, was nicht konkret ist. Aber ihr habt gewisse Vorstellungen. Was ist Wirtschaft? Was heißt es, einen Betrieb zu führen, in einem Betrieb mitzuarbeiten, eine Ausbildung zu machen, Geld zu verdienen, damit sich Wünsche im eigenen Leben erfüllen zu können? Wer von euch hat Taschengeld? Ist es nicht toll, Geld, was man bekommt, weil man schon etwas leistet, nämlich in der Schule, ausgeben zu können? Für Dinge, die man selbst machen will. Aber wo kommt das Geld her? Das Geld kommt von euren Eltern, von Verwandten, von Freunden. Und diese honorieren, also wertschätzen die Leistung, die ihr erbringt. So ist es auch in der Wirtschaft. Das sind Menschen und ihre Leistung wird durch das, was eure Väter, eure Mütter, eure Verwandten verdienen, wird euch dann ein Teil zugekommen, damit eines Tages ihr selbst auch als Selbstständige oder Unselbstständige, als Unternehmensleiter oder Mitarbeiterin und Mitarbeiter, ihr selbst eure Ideen umsetzt, den Menschen damit Nutzen bietet durch Produkte und Dienstleistungen. Produkte ist das, was in den Fabriken hergestellt wird. Dienstleistungen ist das, was gemacht wird, um den Menschen etwas an Erfahrung zu geben, an Dienstleistung zu geben. Denkt an einen Friseur. Friseur ist eine Dienstleistung. Und ein Schokoladenfabrikant ist ein Produktmensch. Produkt, wenn ihr ein Eis wirklich bekommen sollt, das ist eine Zwangsverpflichtung, der man sonst nur die Wirtschaftskammer noch sagt. Wenn ihr ein Produkt bekommt, dann haben tolle Leute dieses Produkt hergestellt in bester Qualität und diese bekommen dann mit dem Eis, nicht bei euch, aber normalerweise einen ordentlichen Kaufpreis und mit diesem Kaufpreis kann der, der das Produkt hergestellt hat, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, seine Maschinen und so weiter bezahlen und selbst als Unternehmer erfolgreich sein. Das ist ganz grob gesagt der Kreislauf der Wirtschaft und er ist ein spannender Kreislauf. Ich bedanke mich aber auch bei allen, die euch begleitet haben. Eltern, Verwandte, Freunde, Vertreterinnen, Vertreter der Schulen, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, es sind 80 an der Zahl, die in den kommenden 5 Tagen 3.500 angemeldete junge Menschen begleiten werden und sie einführen werden in die Welt der Wirtschaft. Das machen wir ganz bewusst, weil wir neben diesen Junior-Projekten, wo junge Leute ihr eigenes Unternehmen gründen und betreiben, insbesondere in den Schulen, und neben dem Unternehmerführerschein, der sozusagen in die Lage versetzen soll, ein Unternehmen zu führen, das ist noch zu bald für euch, aber wenn ihr noch ein paar Jahre in der Schule seid, werdet ihr die Möglichkeit haben, auch diesen Unternehmerführerschein zu machen. Und wenn ihr dann die Schule abgeschlossen habt, seid ihr imstande, ein Unternehmen zu führen. Das ist etwas Großartiges. Da haben wir bis jetzt 25.000 junge Menschen, die diesen Unternehmerführerschein erhalten haben. Ja, als ich den vor 10 Jahren angeregt habe einzuführen, hat es viele Skeptiker gegeben. Das heißt, Leute, die Bedenken gehabt haben. Denkt dran, im Leben gibt es oft viele, die Bedenken haben. Wenn eine neue Idee ist, dann erklären viele gleich, warum das nicht geht.
Wir müssen anders denken. Wir müssen fragen, ist die Idee gut? Und wenn ja, was können wir tun, damit sie geht? Und das wünsche ich euch. Und die anwesenden Journalistinnen und Journalisten möchte ich gleichermaßen begrüßen. Das aber ist, das ist dann, Sie jetzt, warum Sie als Kind schon Unternehmer werden? Ja, ich wollte eigentlich als Kind wollte ich gar nicht Unternehmer werden. Als Kind wollte ich Förster werden. Förster? Förster. Ich bin bis heute naturverbunden, ich liebe die Natur und ich habe mir gedacht, die Liebe zur Natur, die finde ich am ehesten, wenn ich also in einem romantischen Forsthäuschen bin und dann ab und zu durch den Wald gehe, um die Rehe anzuschauen und zu schauen, ob die Bäume auch gesund sind. Das ist eigentlich mein Wunschtraum gewesen. Also auch ein Unternehmen, ne? Ja, wenn der Wald mir gehört, dann wäre ich Unternehmer gewesen. Und das habe ich gar nicht gedacht. Die Eigentumsverhältnisse spielen in dem Alter noch nicht die entscheidende Rolle. Aber es war dann, mein Gang ins Unternehmerische war dann eine Art Junior-Projekt. Das heißt, damals hat es noch anders geheißen. Damals hat man nicht selbst etwas hergestellt, verkauft, Marketing gemacht und so weiter, sondern das waren damals die Unternehmensplanspiele. Das heißt, man hat theoretisch etwas gemacht, eine Runde gemacht, wo man gewisse Entscheidungen getroffen hat, dann hat man die Auswirkung dieser Entscheidung getroffen und dann wieder weitere Entscheidungen getroffen. Und das war spannend. Das war wie ein DKT-Spiel. Wer von euch kennt DKT? Ja, genau. Ist das ein spannendes Spiel? Ja. Aber der Unterschied war zu dem, was ich gemacht habe. Beim DKT entscheidet der Würfel, ob du wohin kommst, was gut ist, oder ob du in ein Feld kommst, was schlecht ist. Und wenn du dreimal ein schlechtes Feld erwischt hast, dann hast du praktisch keine Chance mehr. Im wirklichen Leben, beim Unternehmensplanspiel oder aber auch bei der Führung eines Unternehmens entscheidet nicht der Würfel. Das heißt nicht, dass du kein Glück brauchst. Glück braucht es hier immer im Leben. Es ist ganz wichtig. Aber es ist kein Würfelglück, sondern es ist die Möglichkeit, aus euren Entscheidungen etwas Sinnvolles und Vernünftiges zu machen. Ja, und so bin ich begeistert worden. Und das hat mich gefreut. Und dann habe ich natürlich auch, dann, nachdem ich in der vierten Generation schon war, hat man mir die Möglichkeit gegeben, nachdem ich zuerst ein aufmüpfiger Student der 68er Generation gewesen bin, bin ich dann langsam hineingewachsen und habe aber dann zuerst im Unternehmerischen, dann im Politischen und jetzt im Bereich der Wirtschaftskammer eine immer wieder spannende Herausforderung gefunden, wo ich meine Ideen habe umsetzen können. Und das, liebe Kinder, ist das Entscheidende, dass du eigene Ideen umsetzen kannst und dass du damit Freude hast. Was man mit Freude macht, macht man auch gut. Wo du nur im Frust bist und sagst, na, das taugt mir nicht, das muss man verändern. Freude ist das Wichtigste. Denkt an eure Schule. In welchen Fächern seid ihr am besten? Die, die euch Freude machen, gell? Und die, die man weniger will, die man so unwillkürlich wegschiebt, dort ist man weniger gut. In der Schule muss man alles machen. Der Vorteil des Berufslebens ist, dass man sich einigermaßen aussuchen kann, was man macht und in einem gut geführten Unternehmen auch, wie man es macht. Und das wünsche ich euch, dass ihr hier viel Glück und Erfolg dabei habt.